Der FC Bayern muss vorerst auf Sturmtalent Jan Fiete abverzichten. Der Neuzugang hat sich bei einem Trainingsunfall einen Kahnbeinbruch am linken Handgelenk zugezogen und musste operiert werden. Das teilte der Verein mit. Abwehr im Sommer für 3 Millionen Euro vom HSV an die Isar gewechselt. Beim FC Bayern absolvierte er die komplette Vorbereitung und sorgte mehrmals für Furore. Daraufhin stand er auch in der aktuellen Saison unter anderem beim Topspiel in Leipzig im Kader. Zu einem Einsatz kam es aber noch nicht. Trotzdem gilt er als aussichtsreicher Spieler für die Zukunft des FC Bayern. Doch Ab ist nicht der einzige Hoffnungsträger, der demnächst in den Profikader des FC Bayern München rutschen könnte. Ein Kandidat: Paul Will. 20 Jahre zentrales Mittelfeld. In der vergangenen Saison kam er auf 17 Einsätze in der Regionalliga und erzielte dabei einen Treffer. In dieser Saison spielte er bereits 6-mal in der dritten Liga. Sein Teamkollege Alexander Nollenberger, 22 Jahre, Linksaußen. In der vergangenen Saison kam er auf 22 Einsätze in der Regionalliga, erzielte dabei 4 Tore, teilweise spektakuläre Treffer wie diesen. In der laufenden Spielzeit kam er bereits auf 4 Einsätze in der dritten Liga und wartet noch auf seinen ersten Treffer. Ein anderes Beispiel: Oliver Batista Meyer, 18 Jahre, Linksaußen. In der vergangenen Saison kam er auf 11 Einsätze in der U19-Bundesliga und erzielte dabei 4 Tore. In dieser Saison lief er bereits für die zweite Mannschaft in der dritten Liga auf und glänzte mit einem Treffer gegen Uerdingen. Auch in der Youth League sorgte der 18-Jährige bereits in der vergangenen Saison schon für Furore mit einem Doppelpack gegen Celtic Glasgow. Ein weiterer Kandidat: Ryan Johansson. Der 18-Jährige spielt im zentralen Mittelfeld, kam in der vergangenen Saison auf 19 Einsätze in der U19-Bundesliga und erzielte dabei einen Treffer. Auch Jonas Kehl zählt zur Riege der bayerischen Rohdiamanten. In der vergangenen Saison kam er in der U19-Bundesliga auf 9 Einsätze. Auf der Rechnung sollte man auch unbedingt den 18-jährigen Mittelstürmer Joshua Zirkzee haben. Bereits im vergangenen Jahr traf er beim ICC für die Münchner gegen PSG. Zudem erzielte er in der vergangenen Regionalligasaison in 10 Einsätzen 4 Tore. In der Youth League kam er zu 6 Einsätzen und traf 4-mal. Und in der U19-Bundesliga kam er bei 14 Einsätzen auf 12 Tore. Der 18-Jährige, ein wahrer Torgarant. Auch Chris Richards sollte man auf der Rechnung haben. Der 19-jährige Innenverteidiger kam in der vergangenen Saison bereits auf 21 Einsätze in der U19-Bundesliga und erzielte dabei einen Treffer. In dieser Spielzeit kam er bereits 5-mal in Liga 3 zum Einsatz. Zwar nicht aus der eigenen Jugend mit 20 Jahren, aber dennoch extrem jung. Beim Audi Cup stellte Sabrit Singh sein Können unter Beweis. Und das tat er auch in der dritten Liga bereits in 5 Spielen. Dort gelangen ihm ein Tor und 2 Assists. An hoffnungsvollen Nachwuchstalenten mangelt es dem Rekordmeister also nicht. Und in der Vergangenheit haben ja auch schon einige den Durchbruch nach ganz oben geschafft.